Jo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der CSGO Drop Serie und wir fangen gleich an, sobald Marek mit dem Stern stirbt. Oh, da hat er noch einen geholt. Oh, lol, habe ich gar nicht gesehen, wo er gekillt wurde. Egal. Oh, ich dachte schon kurz, das reicht gar nicht von Backup. Alles klar, UMP Indigo. Sieht Einsatz abrupt aus. Muss man, glaube ich, gar nicht aufs Inventory warten. Bei warten tun wir eh nicht, wir lieben eh direkt. Ja, die ist safe Einsatz abrupt. Oh! Oh! Alter, die sieht ja voll krass gut aus. Wow, die sieht ja komplett anders. Wartet mal. Ich habe die, glaube ich. Ich habe sie, glaube ich, nochmal. Okay, ich habe sie. Ah ne, da ist sie in Einsatz abrupt. Wow, das ist ja ein Unterschied wie Tag und Nacht, ey. Holy moly. Not bad. Ich habe die noch nie scratchless gesehen. Ich habe die bisher immer nur in abgefuckten Conditions gesehen, ne? Deswegen wusste ich gar nicht, dass es die. Also auf dem Bild sieht sie eh fast gleich aus mit Einsatz abrupt, aber beim Inspekten war ich jetzt echt positiv überrascht. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ist aber scheißegal, weil es immer noch schlecht ist. Aber wenigstens Cobblestone Collection, darüber kann man sich nicht allzu sehr beschweren. Auf jeden Fall. Wechseln wir Account und sehen uns gleich wieder. Ich war nicht vorbereitet für ein Rank-Up, weil ich, Alter, wie viele Punkte hatte ich? Okay, was? Ich hatte 39 Punkte. Okay, gut. Ja, gut, okay. Habe ich mir jetzt etwas verschätzt. Ja, ich bin so schlecht im Gelegenheitsspiel einschätzen von der XP mittlerweile, weil es ist einfach manchmal so viel und manchmal einfach gar nichts. Nova Moon in Libra, Einsatz erprobt, ist halt leider Gray. Von der Gods and Monster Collection allerdings hätte auch eine AWP Medusa sein können, aber seien wir mal nicht wählerisch. Nee, Spaß. Ja, diese Woche leider zwei Grayskins mal wieder. Boah, die sieht aber schon. Das ist aber schon ganz untere Schublade von Einsatz erprobt. Ey, holy moly, das ist ja. Sieht fast aus wie Battle Scout ohne Scheiße. Richtig schlecht. Holy shit. Naja. Ja gut, eine Icarus Fail. Ne, M4 Poseidon. Hätte ich jetzt auch genommen, aber naja, passt schon. Passt schon. Nova spiele ich auch jeden Tag die ganze Zeit, deswegen passt das schon. Ich meine, ich bin Nova Main, von daher ist das schon in Ordnung. Genau. Ne, ja gut, dann war es auch schon wieder. Sehr kurze Folge diese Woche. Aber jo, waren die beiden Drops. Leider diese Woche wieder mal kein Glück. Wir hoffen weiter auf die guten Drops. Also sprich im 100-Euro-Bereich, aber das wird wohl nie passieren. Egal, auf jeden Fall danke fürs Einschalten, macht's gut rein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.